Anmelden oder Erstellen eines HP-Smart-Kontos auf Android-Mobiltelefonen über den Samsung-Webbrowser nicht möglich. Wenn Sie sich auf Ihrem Android-Telefon oder Tablet über den Samsung-Browser nicht bei Ihrem HP-Smart-Konto anmelden können, führen Sie diese Schritte aus, um das Problem zu beheben. Die übliche Lösung für dieses Problem besteht darin, die Datenschutzeinstellungen des Browsers zu ändern, um der HP-Smart-App das Öffnen eines Browserfensters zu ermöglichen. Starten Sie zuerst Ihr Android-Gerät neu und stellen Sie sicher, dass es mit dem Internet verbunden ist. Öffnen Sie den Samsung-Browser und tippen Sie dann auf das Menüsymbol in der rechten unteren Ecke. Tippen Sie auf Datenschutz und deaktivieren Sie dann die Option Pop-ups blockieren. Öffnen Sie die HP Smart App und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Konto. Wenn Sie sich nicht anmelden oder kein Konto erstellen können, versuchen Sie, einen anderen Browser zu verwenden. Installieren Sie die Firefox-App aus Ihrem App Store. Ändern Sie den Standardbrowser zu Firefox. Öffnen Sie dazu die App Einstellungen und wählen Sie das Menü Standard-Apps oder Standardbrowser aus. Wählen Sie Firefox aus der Liste aus. Öffnen Sie die HP Smart App und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Konto. Nach Abschluss der Druckereinrichtung können Sie sich anmelden und können den Standardbrowser wieder in Ihren bevorzugten Webbrowser ändern.